Ja, guten Abend. Der Vortrag, den ich damals auf Stream gehalten habe, ging um die politische Sozialisation Wolfgang Porz. Um die geht es heute nicht. Ich habe damals natürlich noch an der Biografie gearbeitet, die war noch bei Weitem nicht fertig. Ich konzentriere mich heute auf zwei andere Themen, nämlich auf besonderen Wunsch von Moritz, sollte ich was über die Friedensbewegung Anfang der 80er erzählen und Porz Beteiligung und Auseinandersetzung damit und über die Zeit, als er die Massenbewusstseinsstudie im Auftrag der Hamburger Stiftung für Sozialforschung gemacht hat. Und über diese beiden Aspekte werde ich ein bisschen was vorlesen und ansonsten ein bisschen einführen. Und zwar, wer war Wolfgang Porth? Ich habe, wie gesagt, über ihn die Biografie geschrieben, in der Sie das en Detail nachlesen können. Die Biografie ist tatsächlich vergriffen. Ich habe die letzten drei Exemplare dabei. Und ich werde Ihnen einige Highlights und Schlaglichter heute daraus vorlesen, um Sie mit einem ungewöhnlichen Menschen bekannt zu machen. Im Gedächtnis derjenigen, die sich noch an ihn erinnern können, ist er vermutlich als Querulant abgespeichert, als Ärgernis, weil seine gesellschaftlichen Diagnosen die Deutschen in keinem guten Licht erscheinen ließen. Porth hatte sie auf die Couch gelegt mit den Worten: Sie sagen mir, was Sie denken, und ich sage Ihnen, warum das falsch ist. Als Wolfgang Porth am 21. Dezember 2018 in Stuttgart starb, war es still um ihn geworden. Dennoch blieb sein Tod nicht unbemerkt. Spiegel, Taz, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Jungle World, Neues Deutschland, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tipp, Neues Deutschland und Tagesspiegel erinnerten an den Mann, der den Deutschen und der deutschen Linken ihre Lebenslügen und Irrtümer vorgehalten und ihnen ihren Anti-Amerikanismus und Antisemitismus, ihre Friedenssehnsucht und ihre Angst vor dem Atom erklärt hatte, als eine Kritik daran noch alle für ein Hirngespinst hielten. Den Nachrufen zu folgen, so konnte man ihn konkret lesen, muss es sich bei ihm um einen der bedeutendsten Gesellschaftskritiker des Landes gehandelt haben. Claudius Seidel schrieb in der FAS, dass Porth einer der intelligentesten, streitbarsten und zugleich unerträglichsten Menschen seiner Zeit war. Ein Kopf so unabhängig und unbestechlich, dass an eine stabile Karriere im akademischen oder publizistischen Betrieb einfach nicht zu denken war. Und in der Tat, Porths Denken war auf radikale Weise negativ, indem er analysierte, warum etwas falsch war, und nicht, wie man es richtig machen konnte. Weil richtiges Handeln in einer falschen Welt gar nicht so einfach und mit guten Vorsätzen meistens der Weg zur Hölle gepflastert ist, vor allem wenn man sich über die eigenen Motive nicht im Klaren ist. Mit dieser im Negativen verharrenden Haltung gewinnt man jedoch keine Sympathien und keine Anhänger, die er allerdings sowieso nicht wollte. Solange das Bewusstsein der Menschen nur ein Reflex der Realität, Adorno, ist und die konstruktive, affirmative Kritik die Identifikation mit den Verhältnissen voraussetzt, die nichts anderes zulassen, will man in ihnen Karriere machen. Solange sind die Zeiten schlecht für Gesellschaftskritiker wie Porth, weshalb man Leute wie ihn lieber ignoriert, statt an sie zu erinnern. Aber auch wenn die Bedingungen nicht günstig sind, um von einem größeren Publikum wahrgenommen zu werden, so sind Porths Schriften zu überraschend und zu brillant, um nicht ihre Leser zu finden. Seine Gedanken eignen sich nicht für den schnellen Konsum, sondern erfordern eine gewisse Aufmerksamkeit. Jedenfalls gibt es eine umfangreiche Sekundärliteratur zu Porth, die beweist, dass sich nicht wenige an ihm abgearbeitet haben. Was er damit erreicht hat?
Schwer zu sagen. Aber mit Sicherheit hat er den Selbstverständigungsprozess einer Linken hin zu einer nationalen Identität gestört, indem er deutlich machte, welche Bewusstseinsmetamorphosen dafür notwendig waren. Was ich Ihnen zudem erzählen wollte, hat mit seinem Motiv zu tun, warum er überhaupt geschrieben hat. Denn ich kenne niemanden, für den Schreiben nie Selbstzweck war, der nie damit seine Eitelkeit befriedigen wollte, der nie einfach nur Theorieakkumulation betrieb, der nie einfach nur Bücher verfasste als Nachweis für eine akademische Karriere, die er hätte einschlagen können, wenn er gewollt hätte, und der über Jahre hinweg gar nichts mehr schrieb, weil er keinen Sinn mehr darin sah. Und dieser Antrieb des Schreibens war existenziell und hatte viele Gründe. Die soziale Ungerechtigkeit, die Armut, die Hunger, die nationalsozialistische Vergangenheit, die Verlogenheit in der Gesellschaft und in der Linken die Ausländerverfolgung, das war die Grundkonstellation. Und das waren gleichzeitig die Themen, auf die er immer wieder zu sprechen kam und die seine Artikel heute noch aktuell machen. Bereits in seiner Dissertation Theorie des Gebrauchswerts hebt er darauf ab. Die Unterlassung von Hilfe erklärt die viel beklagte Isolation der Menschen in den Metropolen. Sie haben guten Grund, einander zu misstrauen, und kein Kommunikationsapostel oder Solidaritätsprediger wird ihnen den ausreden können, es sei denn, er brächte sie vollends um den Verstand. Dieser Grund ist ganz einfach. Wenn Menschen sich verständigen sollen, so müssen sie selbst auch verständlich sein. Solche aber, die tatenlos zuschauen, wie andere im Elend krepieren, sind dies nicht. So gleichgültig, wie sie objektiv gegeneinander als Menschen sind, haben sie sich nichts zu sagen. Die Fernsehreportagen aus den Hungerregionen prägen den modernen Begriff von Menschen, armselige Kreatur, die man verhungern lässt. Es gibt keine Herrschaft ohne die über Leben und Tod, und das Herrschaftsverhältnis, welches in den Metropolen den Gebrauchswert zerstört, wird nicht enden vor dem Tag, an dem kein Mensch mehr verhungert. Es war Anfang der 80er Jahre, als mir die bei Rotbuch erschienenen Bücher von Wolfgang Port, Ausverkauf und Endstationen, in die Hände fielen, die ich begierig verschlang, nicht nur, weil ich eine große inhaltliche Übereinstimmung mit seinen Texten feststellte, sondern auch, weil da jemand einen neuen Ton anschlug. Der Autor verstand es, seine Thesen und Analysen mit großer Schärfe, Klugheit, Präzision und Eleganz zu formulieren. Kein Wort klang falsch oder deplatziert. Er verwendete keine Schaumsprache und keine Weihrauchvokabeln. Seine Argumentation traf genau und er nahm keine Rücksicht auf den Gegenstand seiner Kritik. Das hat mich sehr beeindruckt und ich glaube noch heute, dass es keinen begnadeteren Schreiber gibt, der seine politischen Analysen, denen immer etwas Selbstverständliches innewohnte, mit größerer Überzeugungskraft zu Papier bringen konnte und der dabei Witz und Sarkasmus besser einzusetzen gewusst hätte als Wolfgang Port. Dabei nahm Port immer den gegenteiligen oder zumindest einen anderen Standpunkt ein, als den einzunehmen er Denkfaulheit nachwies und der von Leuten vertreten wurde, die lieber in vorgefertigten Schablonen dachten oder glaubten, mit dem Weltbild eines Tagesschausprechers ihre Karriere voranzubringen. Und diese intellektuelle Kompromisslosigkeit, diese Unnachgiebigkeit in der Argumentation sprach mich sofort an. Aus den Büchern Wolfgang Ports drang ein Sound, der ganz anders war als der, den ich bislang kannte, unabhängig, erfrischend und nicht darauf aus, korrekt zu sein und die Wahrheit gepachtet zu haben. In ihnen kam ein theoretischer Anspruch zum Vorschein, der nicht als Schutzschild verwendet wurde. Komplizierte und komplexe Zusammenhänge formulierte er klar und deutlich. Es ist jedenfalls interessant zu beobachten, dass Port immer wieder plötzlich und völlig unvermutet auftaucht, an entlegenen Stellen und bei unterschiedlichen Gelegenheiten. Und er taucht an Orten auf, von denen man nicht unbedingt vermutet hätte, dass seine Ideen dort verhandelt würden. Es ist, als ob seine Gedanken wie ein schwacher, unterirdischer Strom, elektrischer Strom, immer wieder einen Nerv treffen und eine Reaktion erzeugen.
Sogar in der Popkultur tauchte er plötzlich und unerwartet auf in dem Song der Liga der gewöhnlichen Gentlemen: Arbeit ist nur ein 6-Stunden-Wort. 6-Buchstaben-Wort natürlich. Und zwar kam da die Zeile vor: Ich gehe ja gleich, nur nicht sofort, ich lese noch ein bisschen Wolfgang Port. Es ist zweifellos eine sehr sympathische Einstellung. Dann hat der große Satiriker Eckhard Henscheid, war völlig begeistert von Port und schrieb, dass in einem Portbuch auf jeder Seite 3 geniale Stellen zu finden seien, also 3-mal mehr als Buchseiten und mehr wäre nicht mal gut. Des Weiteren findet Port Erwähnung in einem Buch eines der wichtigsten Historiker des Holocaust, Saul Friedländer. Wolfgang Port zählt zu den wirksamsten polemischen Essayisten in der gegenwärtigen westdeutschen Szene. Obwohl selbst ein Linke, hat er wenig Geduld mit einigen Tendenzen in der deutschen Linken. Er taucht sogar als Romanfigur in »Alles sehen« von Christoph Höttger auf. Und schließlich wurde Wolfgang Port auch nur zum Argumentelieferanten von Wolfgang Schäuble. Ebenfalls nicht unbedingt ein Kontext, in dem man ihn vermutet hätte. Zitat Schäuble: Es sollte schon zu denken geben, wenn Wolfgang Port sarkastisch seinen linken Glaubensbrüdern ins Stammbuch schreibt, dass die Deutschen mit ihrem Verantwortungsfimmel einen strafrechtlich verurteilten Kinderschänder gleichen, der sich besonders qualifiziert für einen Job im Kindergarten fühlt. Das war natürlich bezogen auf die Diskussion Anfang der 80er Jahre, also um Israel, Antisemitismus bzw. das Verhältnis der Linken zu Israel, was sich damals geändert hat. Es waren nicht mehr die Täter, die natürlich versucht haben, alles einfach wegzuschweigen, sondern deren Kinder, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und in diesem Zusammenhang ist dieser schöne Satz einmal gefallen. Das zeigt jedenfalls, dass Wolfgang Port von vielen gelesen und rezipiert wurde, die nicht nur zur kleinen, überschaubaren linken Szene gehörten, sondern auch in der bürgerlichen Mitte zu finden waren, sofern sie nur bereit waren, ihre Vorstellung mit denen Port zu konfrontieren und seine Argumente nicht einfach reflexhaft abzuwehren, weil sie nicht ins eigene Schema passten. Auch Hans Magnus Enzensberger gehört zu den Bewunderern seiner Schriften. Was Port schreibt, ist um ein paar Klassen besser als das, was man sonst lesen muss. Hans Magnus Enzensberger hat sich auch am Ende, als Port schon nach seiner Krankheit in einem Altenheim gewesen ist, sich bei mir gemeldet, weil er seit längerer Zeit nichts mehr von ihm vernommen hat und gefragt hat, ob er ihn in irgendeiner Form unterstützen kann, was er dann auch getan hat. Und da kann man Enzensberger gar nicht hoch genug loben dafür, weil er eben auch solche Leute auf dem Schirm hatte. Und schließlich tauchte Wolfgang Port vor 3 Jahren in Cry Baby Cry auf, einem Polish-Theaterstück, als Sophie Reuss guerillamäßig eine kurze Passage von Wolfgang Port zitiert, ohne dass vermutlich auch nur einer aus dem Publikum gewusst hätte, wer dieser Wolfgang Port ist, und noch weniger, was er in einem Theaterstück zu suchen hatte. Also so viel ein bisschen zu Wolfgang Port. Wie gesagt, ich trage ihn jetzt auf besonderen Wunsch des Veranstalters etwas erstmal zur Friedensbewegung vor und seine Auseinandersetzung. Er hat ja nach dem Studium, aber auch im SDS gewesen in Frankfurt, wo er sich auf jeden Fall beteiligt hatte, auch einmal festgenommen wurde, in Schlägereien verwickelt war, an den SDS-Sitzungen teilgenommen hatte. Er war sogar mal kurze Zeit Kassenwart des SDS und hat dann, als die 68er-Bewegung sich aufgesplittert hat in K-Gruppen, Alternative, Ökos,
Landleben-Leute, hat er dann angefangen, seine Dissertation zu schreiben, hat 1984 an der Pädagogischen Hochschule in Lüneburg als Soziologe angefangen zu lehren. Das heißt, er musste, Hochschule heißt, dass er quasi Lehrkräfte dort ausbilden musste, was er eher frustrierend fand. Er hat da trotzdem 6 Jahre lang gearbeitet. Er hat zwar zwischendrin versucht, journalistisch zu arbeiten, aber weder der Spiegel noch der Stern wollten ihn nehmen. Er hat sich da als Auslandskorrespondent für Jugoslawien beworben. Und auch die Texte, die er geschrieben hat und die er hauptsächlich dem Kursbuch angeboten hat, wo wahrscheinlich aus dieser Zeit her natürlich eher Enzensberger als Herausgeber des Kursbuchs auch schon bekannt gewesen ist. Also das ist schon eine sehr lange Zeit, wo Enzensberger der Name Port bekannt war. Er konnte allerdings nicht allzu viel im Kursbuch veröffentlichen. Eigentlich genau genommen nur 2 Texte. Hat 1980 dann aufgehoben, gekündigt die Stelle, obwohl er in den Staatsdienst hätte übernommen werden können, was er aber offensichtlich nicht wollte, weil ihm das universitäre Klima zuwider war und er als Journalist anfangen wollte. Und um seinen ersten, also 1980 kam dann sein erstes Buch raus bei Rotbuch, Ausverkauf hieß es. Endstation war dann 82 und war das zweite Buch. Und mit Ausverkauf hat er dann gleich seinen ersten großen Erfolg gelandet. Wolfram Schütte damals von der Frankfurter Rundschau, die damals noch so quasi das Leib- und Markenblatt des der linksliberalen Kulturszene gewesen ist, war ein ganzer Artikel da über sein Buch geschrieben, sehr euphorisch, sehr begeistert. Und das hat ihn schlagartig bekannt gemacht. Und und seitdem war er dann auch sehr gefragt, sowohl als Vortragsreisender, als Diskussionsteilnehmer, Zeitungen, Rundfunk haben bei ihm angeklopft. Und er war damals, wie er selbst einmal geschrieben hat, an der Grenze zur Popularität. Und aus dieser Phase, da kam natürlich auch Anfang der 80er, war ja dann auch die Friedensbewegung. Und in dieser Phase fangen wir jetzt mal an. Und zwar am 28. Februar 1981 in Brockdorf. Mit 100.000 Demonstranten war das der größte Protest gegen das geplante Kernkraftwerk. Da berichtete die Presse ausführlich über die in der Atomenergie lauernde Gefahr für die deutsche Heimaterde, in der der Wille zur Reinhaltung der Natur mit dem Willen zur Reinhaltung des deutschen Volkes sich paarte. Das lieferte Wolfgang Port das Material für seine These, dass die neue Bewegung nicht nur in der Wortwahl geschichtsvergessen war, sondern überhaupt nichts dabei fand, die neu erwachte Liebe zum Vaterland gegen die Regierung zu verteidigen. Das Raunen über das Zurück zur Natur, über das vom Fernsehen ausgehöhlte Leben, über die Besinnung auf deutsches Brauchtum und deutsche Volkslieder war plötzlich wieder en vogue. Beispiel: Herbert Röttgen, der den Tricon Verlag in München betrieb, hatte diesen neuen Trend gewittert. In diesem Verlag waren in den 70ern Büchern über Streiks bei Fiat, über Arbeiterkämpfe in Polen, Italien, Frankreich und andere Länder erschienen. Ebenso Karl-Heinz Roths Arbeiterbewegung, Che Guevaras Tagebücher und Bommi Baumann, wie alles anfing. Jetzt brachte Röttgen Bücher über Schamanentum, Indianer und Hexen heraus, um das angeblich verlorene Wissen untergegangener Kulturen wiederzubeleben.
Aber auch in der Taz-Berichterstattung über die Berliner Hausbesetzerbewegung und über die rebellierende Jugend, mit denen in Dialog zu treten, in allen Talkshows zum Gebot der Stunde erklärt wurde, waren plötzlich neue Töne zu vernehmen, die Port nicht verborgen blieben. Da war ganz ungezwungen von Lebensraum die Rede, den die Jugend benötigte, um sich selbst verwirklichen zu können. Zitat: Den Häuserkampf sah man als Winterhilfswerk mit anderen Mitteln und in seinen Protagonisten witterte man mit feiner Nase für den Stallgeruch die Trümmerfrau. Auch dort, wo die Jugend den Staat entgegentritt, um wie in Gorleben mit Klampfe, Erbswurz, Ringeltanz und anderen deutschen Brauchtum den Tingplatz ihrer neugermanischen Wendenrepublik zu verteidigen, leistet sie Widerstand nur im übergeordneten nationalen Interesse. Die alten Neulinken haben unterdessen ihre patriotischen Gefühle entdeckt und diskutieren über die Wiedervereinigung. Volkslied und Mundart haben Konjunktur. Man spricht viel von der Heimat. In der Frauenbewegung breitet sich Gebärfreude aus. Das Land hat also wieder Zukunft. Eine Zukunft für die Vergangenheit. Obwohl Port die von einem Atomkraftwerk ausgehende Gefahr gar nicht in Zweifel zieht, sondern nur die Art des Protests und seine Motive kritisiert und diese Kritik mit Selbstzeugnissen der Bewegung belegt, die seine Rückschlüsse sehr plausibel machen, kocht die Seele der Konkretleserschaft in der konkret über, in der Ports Artikel erschienen ist. Eine Mischung aus Dummheit und Gemeinheit, meint einer in Ports Artikel zu erkennen. Ein anderer wirft ihm vor, sich in der anti-alternativen Marktlücke zu profilieren, nachdem er den Anschluss verpasst hat. Einem dritten lässt der Artikel den Gedanken an Selbsthilfe hochkommen und einem vierten missfällt, dass das, was sie an sich selbst hassen, an anderen mit Härte und Zynismus geißeln. Port hat mit seiner Polemik einen wunden Punkt getroffen. Denn niemand versucht, ihn inhaltlich zu widerlegen, aber alle reagieren höchst empfindlich auf das Ergebnis der stringenten Argumentation, weil sie wissen, dass das nicht sehr schmeichelhafte Resultat der Kritik auch auf sie zutrifft. Die Wellen der Empörung schwappen bis nach Berlin in das Gebäude der Taz im Wedding, wo Redakteur Max Thomas Mehr Profi genug ist, um zu wissen, dass ein kleiner Skandal gut für das Blatt ist, weshalb er Port fragt, ob er einen Artikel über die Friedensbewegung schreiben würde. Die Vorlage für den Artikel, der eine Menge Staub aufwirbelte und deshalb vielleicht auch der Text ist, mit dem Port am meisten identifiziert wurde und der sogar 2 Jahre später für die renommierte Vierteljahreszeitschrift für kritisches Denken Telos ins Englische übersetzt wurde. Die Vorlage also hatte Helmut Gollwitzer in einem Leserbrief an den Spiegel geliefert. Was umso erstaunlicher ist, als der evangelische Theologe, der sich schon in der Kampf dem Atomtod-Bewegung der 50er Jahre engagiert hatte und einen tadellosen Ruf als aufrechter Demokrat genoss, bislang nicht als Chauvinist aufgefallen war. Zitat: Kein Deutscher kann diese bedingungslose Unterwerfung unter fremde Interessen, diese Auslieferung der Verfügung über die Existenz unseres Volkes an eine fremde Regierung hinnehmen. Dies Support hat nicht etwa Dr. Seltsam in der Nationalzeitung von sich gegeben, sondern ein Mann mit unbestreitbaren Verdiensten. Und da Gollwitzer die Stationierung amerikanischer Raketen meint, die die Bundesregierung nicht zu verhindern wissen, ist seine im Spiegel geäußerte flammende Rhetorik nur als Aufruf zur Generalmobilmachung für den nationalen Befreiungskampf zu verstehen. Natürlich ist Gollwitzer kein Kriegstreiber, sondern setzt sich für den Frieden in der Welt ein. Mit guten Absichten aber ist der Weg zur Hölle gepflastert. Man kann, und das stellt Port in den Vordergrund, jedoch nicht so tun, als hätte man die Lehren aus der Geschichte, die sonst bei jeder nationalen Feierstunde beschworen werden, vergessen, als wüsste man nicht, was in Deutschland vor sich gegangen ist. Zitat: Sogar die antikapitalistische Sehnsucht der Massen
führte hier gegen alle Erwartungen nicht zur revolutionären Befreiung von der Herrschaft des Kapitals, sondern zu deren Krönung, Vollendung und Aufhebung im KZ. Die Teilung hat dieses Land nicht, wie von den Alliierten beabsichtigt, halbiert, sondern verdoppelt. Im nationalen Größenwahn ist es untergegangen, aber Untergänge waren für Deutschlands Wirtschaftskraft stets Frischzellenkuren. Hier hat man sich nach der Gleichheit aller gesehnt und der Eintopfsonntag ist dabei herausgekommen. Hier hat man die Abschaffung von Privilegien so verstanden, dass der kleine Mann, so er Blockwart ist, keine Nachteile befürchten muss, wenn er die Privilegierten denunziert. Hier hat man wortgewaltig den Krämergeist und die Kapitalisten beschimpft und das Kapital gedieh prächtig. Aber danach waren alle Juden tot. Hier ist nichts ungefährlich, nicht mal die Begeisterung für den Frieden, schon gar nicht, wenn die Friedensbegeisterung eine deutsch-nationale Erweckungsbewegung katalysiert. Der in Gollwitzers Anklage deutlich vernehmbare Anti-Amerikanismus, der auch in der Rede von der Yankee-Kultur bei Konkretautor Piwitt zum Ausdruck kam, wenn er das deutsche Kulturerbe tapfer gegen die Überfremdung verteidigt, war in der Linken inzwischen Standard geworden. War der Protest an dem von Amerika geführten Vietnamkrieg noch im Zusammenhang mit dem Faschismus begriffen worden, entstand aus der berechtigten Kritik der 68er durch die Entdeckung nationaler Souveränität und die Beschwerde gegen die angebliche nationale Bevormundung durch die Amerikaner immer mehr eine Rhetorik der Häme und Herabsetzung, wie sie in der Rede vom amerikanischen Kulturimperialismus zum Gemeinplatz wurde. Port erhob dagegen Einspruch mit einem Beispiel, das noch 3 Jahre später in einer österreichischen Talkshow für Gesprächsstoff sorgte, zu der Port während der Buchmesse 1984 eingeladen war. Und zwar mit dem Tübinger Ordinarius für Rhetorik, Walter Jens, mit dem konservativen Historiker Michael Stürmer, der damals auch dann Redenschreiber für Helmut Kohl wurde, gegen und der Psychiater Günter Ammon waren dabei. Jetzt das Zitat: Dass wir hier weitgehend unbehelligt leben können, verdanken wir keiner deutsch-nationalen Souveränität, sondern dem Sieg der Alliierten. Mögen anderswo dem amerikanischen Kulturimperialismus die tradierten Lebensformen ganzer Nationen zum Opfer gefallen sein, in Deutschland aber beginnt mit dem amerikanischen Kulturimperialismus nicht die Barbarei, sondern die Zivilisation. In diesem Land ist jede weitere Filiale der McDonald-Hamburger-Kette eine neue Insel der Gastfreundschaft und eine erfreuliche Bereicherung der Esskultur. Wie gesagt, das hat damals für viel Furore gesorgt. Die Taz-Leserschaft war ein besonders guter Indikator, um die Wirksamkeit des Artikels zu testen, denn unter ihr befanden sich überdurchschnittlich viele, deren Leid an der unerfüllten Sehnsucht nach Souveränität, die sich mit dem Protest gegen Atomkraft und Mittelstreckenraketen mischte, Port so gut charakterisiert hatte und die zu allerletzt auf das verzichten wollten, was Port den Deutschen zu unabdingbaren Voraussetzungen machten, wollten sie an den Zuständen Kritik üben, nämlich, dass sie als Deutsche zunächst und zuerst auf ihre Nationalität verzichten müssten. Eine noch größere Resonanz hatte der Artikel, als er 3 Wochen später am 30. Oktober unter dem neuen Titel »Ein Volk, ein Reich, ein Frieden« in der Zeit erschien. Offenbar war die Reaktion sogar so heftig, dass sich die Redaktion gezwungen sah, in der folgenden Ausgabe doppelt so viel Platz für 3 Erwiderungen einzuräumen, die mit Port ins Gericht gingen. Unter anderem Matthias Kräffra demonierte, dass Port sich gleich vom ganzen deutschen Volk abwende, was als Kritik merkwürdig erscheint, weil für Port in der Tat der Begriff Volk gerade in Deutschland seine Unschuld verloren hat
und sich auch nicht rehabilitieren lässt, indem man ihm gute Eigenschaften zuschreibt, weil zum Volk eine Volksseele gehört, völkisches Denken und gesundes Volksempfinden, seinem Wesen alles Nationalistische inhärent ist, also für Ausgrenzung oder Unterdrückung von Minderheiten Kleingeistigkeit steht und deshalb das Gegenteil von Zivilisation, Offenheit, Kosmopolitismus ist. Dass gerade für die Linke, zu der sich auch Kreffrath zählt, Volk ein harmloses, unvorbelastetes Wort sein soll, mutet merkwürdig an, weil gerade die Linke darunter zu leiden hatte, wenn das Volk sich zu sich selbst fand und ein Bündnis mit den Herrschenden einging. Insofern ließe sich hier mit gutem Grund von linken Selbsthass sprechen, den Kreffrath allerdings Port vorwirft. Auch dass er ein sehr deutscher Autor sei, so sollte man meinen, müsste in der Denkschablonenwelt Kreffraths doch eigentlich ein Lob sein, ist jedoch abwertend gemeint. Als der konservative Chefredakteur Ludolf Herrmann sich in einem Kommentar im Bayerischen Rundfunk über die große Bonner Friedensbewegung am 10. Oktober 1981 lustig machte und über die kleinen rachitischen Seelen in pickligen Körpern und mit hässlichen Gesichtern spottete, da nahm Port den daraufhin losbrechenden Sturm der Entrüstung zum Anlass, um sich mit der falschen Richtung der erwartbaren Kritik zu befassen. Also ein Beispiel dafür, dass er sich auch nicht gescheut hat, hier Partei für Ludolf Herrmann zu ergreifen, der tatsächlich ein eigentlich widerlicher Konservativer gewesen ist. Und er machte das deshalb, weil ihm eine einhellige Verurteilung zutiefst suspekt war, als ob alle gegen einen Reflex bei ihm auslöste, die Empörung als Bekenntnisdrang zu deuten und unbedingt auf der richtigen Seite stehen zu wollen. Aber die richtige Seite ist nicht immer eindeutig. Heine und Lassalle mochten den Schweiß des Volkes nicht riechen. Die Verachtung des Pöbels sei zwar reaktionär, aber in Deutschland auch selten ganz falsch, denn es waren die Nazis, die sich mit ihm zum Pogrom verbündet haben. Und Port erinnert daran, nicht die Nazis, sondern linke Emigranten haben von der physiognomischen Gleichschaltung der Gesichter nach der Machtübernahme berichtet und vom deutschen Blick. Nicht von den Nazis, sondern von Wilhelm Reichs Massenpsychologie des Faschismus, von Fromm, Horkheimer und Adorno hat man gelernt, Massenbewegung massenpsychologisch zu begreifen. Der einzige Fehler Herrmanns bestand deshalb darin, einem unreglementierten Gedanken weitergedacht zu haben, woran man sieht, dass die Wahrheit stets unberechenbar, politisch unzuverlässig, nicht bodenständig und gesinnungslos ist. Es lag Port nichts daran, Herrmann zu verteidigen, sondern es ging ihm darum, herauszufinden, welche Motive sich hinter der Gleichschaltung einer öffentlichen Meinung verbergen, wenn das Kulturestablishment durch den Ausschluss einer abweichenden Meinung enger zusammenrückt und gleichzeitig die Brüchigkeit der eigenen Überzeugungen unter Beweis stellt. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es Port war, die Wahrheit hinter der öffentlichen Meinung herauszufinden. Und da war es ihm egal, ob ihm vorgeworfen würde, mit einem Konservativen gemeinsame Sache zu machen. So, das geht dann natürlich noch weiter. Aber wir machen jetzt einen Sprung in die 90er Jahre zur Massenbewusstseinsstudie, die er damals betrieben hat, in den 80ern. War das noch so gewesen, dass er mit abnehmendem Erfolg weiter für alle möglichen Zeitungen gearbeitet hat, hauptsächlich für die Taz und für Konkret. Mit Konkret lag er immer wieder mal im Streit. Manche Leute, die da als Redakteure gearbeitet haben, mochten ihn nicht allzu sehr. Er hat dann doch immer wieder da publiziert, in der Regel Feuilleton natürlich, Rezensionen, Buchrezensionen, die sehr, sehr lustig waren und sehr toll.
Er hat auch eine Zeit lang mal, und zwar von Anfang 1984, für 4 Monate lang bei der Konkret als Feuilleton-Redakteur gearbeitet, hat das halbe Heft vollgeschrieben, und weil das natürlich nicht so gut kommt, wenn überall Wolfgang Port drunter steht, hat er 4 Pseudonyme gewählt, unter dem seine Artikel erschienen sind. Er war damals sehr, er hatte eine Position dem Schreiben gegenüber, die mir sehr sympathisch waren und die er natürlich auch von Balzac, über den er auch mal ein Buch geschrieben hat, sich abgeleitet hat, und zwar der unbedingte Wille, für den Tag zu schreiben. Also nicht seine Texte als Kleinode für die Nachwelt zu verfassen, sondern wirklich für den Tag zu schreiben. Und dann ist der versinkte Text vielleicht anschließend im Nirvana, aber unbedingt zu achten auf die Aktualität und auf das, was sich in der Öffentlichkeit tut. 1989 kamen dann die Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus, und das war für Port ein entscheidender Punkt, wo er gesagt hat, es ist Quatsch, weiterhin das Feuilleton mit kleinen Rezensionen, netten Artikeln zu beliefern. Dieses Phänomen, das erste Mal Rechtsradikale in ein Parlament einziehen, war für ihn der Ausgangspunkt, dem Ganzen mit soziologischen Mitteln zu Leibe zu rücken. Und er hat dann bei Remsmar Hamburger Institut einen Antrag geschrieben, und darum geht es dann, ist dann die Massenbewusstseinsstudie 1991 erschienen. Pantoffeltierchen im Reagenzglas begucken. Obwohl Port wusste, dass das, was er vorhatte, eine widerliche Quälerei werden würde, hatte er sich entschieden, dem verhassten Kulturbetrieb den Rücken zu kehren. Denn es schien ihm sinnvoller, Pantoffeltierchen im Reagenzglas zu begucken, statt mit ihnen zu zanken. Polemik gegen Kohl und die Republikaner wäre so absurd, wie es sinnlos ist, ein richtiges, vierbeiniges, langohriges Grautier als Esel zu beschimpfen. Bereits im Januar 1989 begann er mit der Studie, deren Ziel es sein sollte, mit den Mitteln empirischer Soziologie herauszufinden, wie die Republikaner ticken. Dazu hatte er noch einmal die Authoritarian Personality, also die autoritäre Persönlichkeit, gelesen. Diesmal war sie für ihn als Empiriker von großem Nutzen. Er begab sich außerdem auf die Suche nach Lehrbüchern über empirische Sozialforschung und Statistik, wie er sie einst für sein Studium benötigt, aber längst entsorgt hatte. Zudem hatte er in seiner Firma Weber und Partner bereits praktische Erfahrungen in der Verwaltungswelt und als Interviewer sammeln können mit Leuten, die einem alles andere als sympathisch waren, aber auch mit BC-Programmen, die in der Lage waren, mit jeweils verschiedenen Parametern in 0, nichts eine Faktoranalyse zu erstellen, was in Zeiten der autoritären Persönlichkeit ein unerhörter Luxus gewesen wäre. Durch die Vermittlung Kremlitzers schließlich war das Interesse Jan Philipp Remsmars an der Studie geweckt, und Port versuchte nun in einem 13 Seiten umfassenden Brief, ihn von der Wichtigkeit des Projekts zu überzeugen, obwohl das Wenige, was ich an Überzeugung besitze, kaum reicht für mich. Port führte dann aber ins Feld, dass der Wahlsieg der Republikaner ihn deshalb so überrascht habe, weil dadurch der kleinliche, an den egoistischen Interessen orientierte Nationalismus sich durchgesetzt habe gegenüber dem aufbruchgestimmten Gesinnungsnationalismus. Während er zuvor davon ausgegangen war, dass die modernere, rationalere Variante
dem Nationalismus auf die Dauer die völkische Dynamik entziehen würde, ohne die er in Deutschland nicht existieren kann. Und dies war nun der Punkt, wo man mit Spekulation allein nicht weiterkäme, sondern der denkende Geist ein paar Fakten zum Knappern kriegen müsste. Statt Reemtsma selbst meldete sich Uli Bielefeld, einer der Mitarbeiter des Instituts, der einen Arbeitskreis Sozialpsychologie vorstand, der einen möglichen Forschungsschwerpunkt begründen und zur Diskussion stellen sollte. Leider sei man nicht so weit, konkrete Projekte vorzuschlagen, doch Ports Antrag falle genau in unseren Schwerpunkt. Das war der typische Verwaltungsjargon des wissenschaftlichen Mittelbaus, der Port auf die Palme brachte. Entsprechend harsch fiel seine Antwort aus. Nur deshalb, weil Sie, wie Sie schreiben, es als eine Ehre betrachten, einem Arbeitskreis Sozialpsychologie leiden zu dürfen, sollten Sie nicht jeden Text schon für einen Antrag halten, sonst ertappen Sie sich eines Tages selber dabei, wie Sie Ihre Bücher und Briefe mit dem Eingangsstempel behandeln. Darum will ich Ihnen meinerseits ein kleines Geheimnis verraten. Forscher wird einer meist, wenn er im praktischen Leben so dämlich ist, dass er den Panzerschrank nicht mal dann aufbekäme, wenn man ihm die Kombination souffliert. Da hat also der vereinte Sachverstand gründlich nachgedacht und es kam der originelle Vorschlag heraus, dass 5 Leute sich in Hamburg treffen sollen, um von ihren nicht vorhandenen konkreten Vorstellungen zu erzählen. Ein sehr schöner Brief, der auch dann noch im Band 11 der Portwerke erscheinen wird, voraussichtlich Anfang nächsten Jahres, da kann man ihn dann vollständig nachlesen, den ich ja sehr lustig finde. Ja, und von solchen Leuten wollte sich Port fernhalten. Sonst brechen meine mühsam überwundenen Jugendtorheiten wieder durch und ich fange auf meine alten Tage noch einmal an, im Chemiebuch nachzulesen, wie man in der Heimküche Buttersäure und Schwarzpulver mischt. Unterdessen teilte er Reemtsma mit, dass er die ganze Sache vergessen solle. Dieser reagiert umgehend. Ports Vorschlag sei nicht nur innerhalb des Institutsrahmens von Interesse. Und er deutete an, dass er Port als wissenschaftlichen Nomaden akzeptieren würde. Bei einem Treffen einigte man sich darauf, dass Port unabhängig vom Institut arbeiten könne und er rechenschaftspflichtig nur Reemtsma selbst gegenüber sei. Ab 1. März 1990 war er von der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur angestellt. Port ging in seiner Antwort etwas näher darauf ein, warum er sich auf die Authoritarian Personality stützen wollte. Großartig ist die AP, weil jeden Gedanken in dieser Untersuchung auch der Laie mit mehr oder weniger großer Mühe verstehen kann. Andernfalls hätte ich selber das Buch nie kapiert. Und ich habe es nicht nur kapiert, sondern verschlungen zu einer Zeit, als die Gesellschaftstheorie für mich aus 2 Rätseln bestand. Wie schafft man es, bei Max Weber nicht einzuschlafen? Und wie kann einer sich das alles bloß merken? Sorgen machte Port, dass vor Abschluss der Studie ihm der Patient gleichsam unter der Hand wegsterben könnte, denn in diesen Zeiten war nicht auszuschließen, dass die Republikaner, die ja den Anstoß zu seiner Studie geliefert hatten, schnell wieder in der Bedeutungslosigkeit versinken, wie es dann ja auch geschah. Schließlich fiel am 9. November die Berliner Mauer und gab einen ersten Blick frei auf eine Zukunft, von der niemand wirklich wissen konnte, was sie bringen würde. Die Entwicklung hatte sich zwar angebahnt, aber gesellschaftliche Entwicklungen bergen immer Unwägbarkeiten und machen exakte Prognosen unmöglich. Bereits am 2. Mai 1989 wurden die Grenzanlagen zwischen Ungarn und Österreich abgebaut, worauf viele ausreisewillige DDR-Bürger nach Ungarn strömten, um von dort ins gelobte Land BRD zu fliehen. Vor allem in den Sommerferien nahm die Reisewelle zu, wurde aber an der tschechischen Grenze zu Ungarn gestoppt. Daraufhin stürmten Tausende die deutsche Botschaft in Prag. Es spielten sich unwürdige Szenen ab, die einen Vorgeschmack auf das gaben, was einen erwartete.
wenn auch die Grenzen zwischen den deutschen Staaten fielen. In der dann als friedliche Revolution die Geschichte eingehende Fluchtbewegung sah Port einen Sozialcharakter am Werk, welcher mehr als der im Westen anzutreffende die Kunst beherrscht, sich und anderen das Leben so freudlos wie möglich zu machen. Aber auch die Republikaner, die sich in Stuttgart auf lange Interviews mit Port einließen, die dann als Gespräch mit den Herren A, B und C in der Massenbewusstseinsstudie dokumentiert und interpretiert wurden, waren Typen, die auf ihre Weise ebenfalls kaum ein Klischee ihres völkisch angehauchten Weltbildes ausließen. Die Interviews machten sehr deutlich, dass sie sich um verschrobene, mitteilungssüchtige und alles andere als moderne Rechtsradikale handelte. Dennoch kam in diesen Psychogrammen, als welche man die Interviews lesen kann, ein immer größere Verbreitung findender Charakter zum Vorschein, der den merkwürdigsten Wahnvorstellungen und absurdesten Verschwörungstheorien anhängen und demokratische Institutionen grundsätzlich misstraute. Herausgekommen ist dann später der Querdenker. Vielleicht, weil die gesellschaftliche Entwicklung mit dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten Fahrt aufnahm, arbeitete Port an der Studie Elemente des Massenbewusstseins 1990 wie ein Besessener. »Ich bin im Stress wie seit 2 Jahren nicht mehr«, schrieb er in einem Brief Ende Februar 1990, in dem er Einblick in seinen Arbeitsalltag gab. Rund 50 Seiten Konzeption habe ich hinter mir. Eine statistische Auswertung, die viele Rätsel aufgab und manchen Gang in die Bibliothek Regalstatistik erforderlich machte. Lektüre von Adorno bis Hannah Arendt, Computerprobleme, Arbeitsspeicher für die Faktoranalyse zu klein, eigenhändige Interviews mit diesen blöden halblinken Volkszählungsparanoikern. Jetzt muss ich die dir bekannte Desversion des Fragebogens ergänzt und geändert werden, damit die Sache auch mal wirklich anfangen kann. Interviewer auftreiben, Interviewmodalitäten ausknobeln. Wie kommt man am besten ran an die Leute? Elendschwer, Serienbriefaktionen an alle 70 Rep-Kandidaten für den Stuttgarter Gemeinderat etc. Daneben verfasste er für Konkret regelmäßig längere Artikel über den aktuellen Fortgang der Wiedervereinigung, das schmierfilmartige Gemisch aus Verdrossenheit, Gereiztheit und Apathie, das von der Heim ins Reich Euphorie übrig geblieben war. Er fand sogar noch Zeit, Hermann L. Kremlitzer in einer Festschrift zum 50. Geburtstag zu gratulieren und sich in Konkret mit Oliver Tollmein zu streiten. Aus dem ursprünglichen Motiv, nämlich der Frage, wie die Republikaner ticken, war inzwischen das Vorhaben geworden, die Chancen für einen neuen Faschismus als Gemütsbewegung zu sondieren, also herauszufinden, was sich in der schmutzigen Seele unserer Landsleute abspielt. Innerhalb nur eines knappen Jahres schloss Port eine Untersuchung von über 300 Buchseiten in kleiner Schriftgröße ab, ein Projekt, von dem sich eine Arbeitsgruppe wie die von Uli Bielefeld 6 Jahre lang ernährt hätte. Schon im Herbst 1989 hatte Port allen Freunden und Bekannten einen Fragebogen geschickt, auf dem ein wesentlicher Teil seiner Studie beruhte. Bereits in der ersten von insgesamt 58 Fragen ist der suggestive Charakter kaum zu übersehen. Und jeder, der Port nur etwas kannte, wusste, dass er sich auf dünnes Eis begäbe, wenn seine Zustimmung oder Ablehnung auf einer Skala von -3 bis +3 bewertet würde. Und zwar für einen Satz wie: echte Freiheit verlangt, dass man sich in die Gemeinschaft einfügt. So lautete beispielsweise eine Aussage, die man weder bejahen noch ablehnen mochte, weil echte Freiheit sich stark nach Zigarettenreklame anhörte und natürlich eine Falle war. Port selbst war sich darüber im Klaren, dass die meisten den Braten riechen würden und empfahl deshalb: du musst den Käse so lange auf dich wirken lassen, bis du ihn selber glaubst, denn nur ein überzeugter Schwindler schwindelt gut. Beim akademischen Proletariat, dem er den Fragebogen geschickt hatte, dürfte sich die Rücksendungsquote in Grenzen gehalten haben. Auch wenn er den Tagesbefehl ausgab, dass kein Bekannter, der sich in eure Höhle verirrt, das Tageslicht wiedersehen darf, bevor er den beiliegenden Fragebogen ausgefüllt hat.
Immerhin kamen 690 zufriedenstellend ausgeführte Formulare wieder zurück, die er für seine empirische Untersuchung verwenden und mit denen er sein Statistikprogramm füttern konnte. Schon in seiner Vorbemerkung schreibt Port, dass seine Studie über weite Strecken strengen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht wird. Sie wird essayistische Betrachtungen mit statistischen Auswertungen mischen, sich meist auf unbewiesene Annahmen stützen, im Umgang mit Begriffen eher großzügig sein und etwa Massenbewusstsein ohne exakte Definition verwenden. Die jüngste Entwicklung und die Tagespolitik auf eine Art interpretieren, die nicht jedem einleuchten muss. Genau aus diesem Grund aber ist die Studie gut lesbar und spannend. Port tut nicht so, als ob er erst durch die Umfrageergebnisse etwas herausfinden würde, das am Anfang noch völlig offen gewesen wäre, denn er selbst hat von vornherein eine Vorstellung, was in etwa bei seiner Studie herauskommen wird. Und dieses Wissen um das Ergebnis dient ihm als Korrektiv, denn wenn die Forschungsdaten nicht die erwarteten sind. Letztlich sind die erhobenen Daten immer so gut oder so schlecht wie die Interpretation, zu der sie ihren Betrachter ermuntern. Zwischen den Zahlen also und ihrer Interpretation existiert immer eine durch wissenschaftliche Deduktion nicht zu schließende Lücke. Zitat: Denken heißt immer, etwas von den bloßen Fakten Verschiedenes, nämlich einen Gedanken zu denken, und es bedeutet stets, dass man sich dabei auch irren kann. Die einzige Alternative dazu ist, dass man es gleich bleiben lässt, weshalb man in Studien, die jede Spekulation vermeiden und nur hieb- und stichfest empirisch abgesicherte Aussagen dulden, oft vergeblich nach dem Gedanken sucht, welcher der empirischen Absicherung bedürfte. Obschon er sich in seiner Studie der wissenschaftlichen Methoden der empirischen Soziologie bedient, versucht Port erst gar nicht, das Spekulative bei der Interpretation der Ergebnisse zu leugnen. Die Schlussfolgerungen setzen die Studie weder zwingend voraus, noch gehen sie aus ihr zwingend hervor. Zitat: Dem Status nach sind die allgemeine Spekulation ein Versuch, aus der Theorie die praktische Nutzanwendung zu ziehen, und betont werden muss, dass der Experte nun nicht mehr als Experte spricht, seine Meinung also keine wissenschaftliche Autorität beanspruchen kann. Die Relativierung wissenschaftlicher Beweise macht die Studie doch nicht etwa wertlos und schlechthin unwissenschaftlich, sondern im Gegenteil plausibel und überzeugend, denn Port führt die Spekulation als notwendiges Instrument ein, das dem Leser deutlich macht, dass er nicht etwa nachvollziehende Lektüre betreiben muss, sondern dass der Autor auch mal das sichere Feld der Deduktion verlässt. Insofern bleibt das vorher nicht unerwartete Ergebnis in gewissem Sinne vage, aber konkret insofern, als es durch eine umfangreiche Untersuchung gestützt wird und deshalb von einem einfachen Verdacht deutlich abhebt, der sich aus oberflächlichen Beobachtungen speist. So zeigen die Subskalen für Zwang, Macht, Unterwerfung gegen Freiheit in jeder Form und Missgunst, Futterneid, für das zu untersuchende M-Syndrom, M wie für Michel als Synonym für den Durchschnittsdeutschen, Werte an, Zitat, aus denen zweifelsfrei hervorgeht, dass gegen ein konventionelles autoritäres Regime kein inhaltlich begründeter Widerstand in nennenswertem Umfang existieren würde. Von der Meinung zum Engagement ist es zwar ein weiter Weg, und deshalb sagen diese Daten allein noch nicht viel über die Bereitschaft der Landsleute aus, sich für ein autoritäres Regime einzusetzen. Sicher aber ist, dass sie nichts dagegen hätten. Die Daten zeigen außerdem, dass neben der habituellen Empfänglichkeit für autoritäre Propaganda die Disposition zur partischen Projektion existiert, die eine aggressive autoritäre Massenbewegung benötigt. Der so beschriebene Sozialcharakter ähnelt demjenigen, den Hannah Arendt 1964 den Deutschen unter dem Nationalsozialismus attestiert hatte. Damals hätte es nur wenige Menschen gegeben, die die späteren Verbrechen des Regimes aus vollem Herzen bejahten, dafür aber eine große Zahl, die absolut bereit war, sie dennoch auszuführen.
Inzwischen verstärkt sich der Eindruck, dass die Zahl derer zunimmt, die sich für ein autoritäres Regime engagieren würden, wenngleich deren Erwartungen an ein solches Regime ebenso groß als auch unterschiedlich sind und deshalb schnell enttäuscht werden können. Die Disposition zur partischen Projektion scheint sich immer weiter zu verbreiten und dieser Eindruck, der bei einem Beobachter der Heute-Nachrichten oder der Tagesschau entstehen mag, mag zwar plausibel erscheinen, kann sich allerdings auf kein empirisches Tatenmaterial stützen. Das ist insofern, also das ist ein ganz interessanter Gedanke. Weil dieser Eindruck damals in der Anfang der 90er, als natürlich auch die ganzen Anschläge der Rechtsradikalen und so weiter war, gab es natürlich diese Disposition dazu und gab es die Möglichkeit, war in einem, sagen wir mal, realen Bereich, lag die Vorstellung davon, dass so ein autoritäres Regime tatsächlich nicht ohne Chancen gewesen ist. Das hat sich in der Tat etwas geändert, wobei die Reps ja abgelöst wurden durch die AfD, die ja trotz allem immer noch quasi in so einer Art Warteschleife sitzt und die Unzufriedenheit als Auffangbecken für die Unzufriedenheit dieser ja verschrobenen, eigentlich unmodernen Rechtsradikalen. Also nicht einer Bewegung, die, wie von mir aus in Frankreich, Marie Le Pen anführt. Es fehlt in Deutschland dafür auch so eine charismatische Gestalt. Ja, ich meine, wenn man Gauland anguckt, ja, das ist keine charismatische Gestalt und auch diese anderen Leute, die in der AfD das Wort führen. Aber wenn es sowas gäbe und wenn sich so eine moderne Version der Rechten durchsetzen würde, dann würde die ganze Sache auch nochmal wahrscheinlich anders aussehen. Wie auch immer sich der Sozialcharakter der Deutschen verändert haben mag. Zur Zeit der Untersuchung des Massenbewusstseins 1990 wies Porter auf einige Spezifika hin, die die Deutschen von anderen Nationen unterschieden. Auch wenn ihm die komischen Deutschen mit jedem Tag immer unbegreiflicher wurden, fiel ihm dabei zunächst die starke Unterentwicklung des libidinösen Zusammenhalts des Kollektivs auf. Also was im Alltag als Freundlichkeit oder Höflichkeit erscheint, eine Haltung, welche dem anderen doch wenigstens so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er nicht gleich als Feind betrachtet wird. Für das verhärtete Kollektiv der Deutschen, von dem Horkheimer sprach und das auch Freud schon aufgefallen war, gab es nicht nur Indizien, sondern handfeste Beweise, wenn man das Alltagsleben der Deutschen während des Nationalsozialismus betrachtet. Diese Lieblosigkeit kommt vor allem in der inzwischen auch im Ausland bekannt gewordenen German Angst zum Vorschein, die sich laut Port Anfang der 80er Jahre und später im Golfkrieg wieder ausbreitete. Denn sinnlose Angst wird immer dann freigesetzt, wenn die in einer Masse bestehenden libidinösen Bindungen zerfallen. Der Mauerfall, der 17.000 DDR-Väter als Gelegenheit nutzten, Frau und Kinder im Stich zu lassen, ist ein Indiz für diesen Zerfall und auch für die Kälte in den sozialen Beziehungen, die sich selbst in einer Ehe ausbreitet, wenn sie nur als Zuerwerbsgemeinschaft begriffen wird, die gekündigt wird, wenn einer der beiden Sozialpartner mit seinen Leistungen in Rückstand gerät. Noch deutlicher offenbarte sich der Zerfall in den Exzessen der Zone, als geschätzte 15.000 Rechtsextremisten von der DDR-Bevölkerung dabei unterstützt wurden, die wenigen Ausländer aufzuspüren und unter Umständen zu liquidieren, deren Anteil an der Gesamteinwohnerschaft gerade mal 1% betrug und die deshalb ziemlich schwer zu finden gewesen sein dürften. Die Parallele zum Nationalsozialismus ist augenfällig, denn auch der Anteil der Juden an der deutschen Bevölkerung betrug damals nur 1%. Dennoch bezweifelt Porte die Wiederkehr einer neuen NSDAP. Zitat:
Möglich wäre ja auch, dass die Gesellschaft einfach in einen Zustand von Anomie versinkt und im neuen Deutschland sich Verhältnisse durchsetzen, wie sie heute in der Zone herrschen. Verfall, Niedergang, Gesetzlosigkeit, Verelendung, Gewalt und Kriminalität. Was ich hingegen aus meiner Studie weiß, was die Zahlen doch ziemlich eindeutig zu belegen scheinen, ist nur, dass eine neue völkische Führerpartei in der Bevölkerung bestimmt auf keine grundsätzlichen Aversionen stoßen würde. Und auch wenn die AfD keine völkische Führerpartei ist, so ist die Diagnose Port 2017 mit den Wahlerfolgen der AfD als Sammelbecken aller möglichen rechtsradikalen und neonazistischen Strömungen weitgehend bestätigt worden. Davon kann man sich zwar nichts kaufen, wie Port gesagt hätte, aber auch als empirischer Sozialforscher stellt man letztlich nur Papiere her, die die spätere Legendenbildung erschweren und die Behauptung widerlegen, man hätte von all dem nichts gewusst. So, das waren zwei Kapitel aus Port und ich wollte hier einfach nochmal daran erinnern, dass in Deutschland die Linke zwar auf der ganzen Linie versagt hat, aber dank Port das Niveau der Kritik an ihr weit besser war, als sie es verdient hatte. Ja, man kann sogar sagen, dass ein realistisches Bild von ihr nur deshalb erhalten geblieben ist, weil Port sich ihrer Macken, Fehler und Eigenarten angenommen und damit die Mythenbildung erschwert hat. Als Gesellschaftsanalytiker war Port im gewissen Sinne das beste Beispiel dafür, wie vergeblich das Anschreiben gegen Verhältnisse sein kann, wenn diese von der Mehrheit so gewollt werden und eine intellektuelle Opposition nicht mehr vorhanden ist, der Gewicht und Bedeutung zukäme. Wer sich keine unnützen Gedanken macht, streut keinen Sand ins Getriebe, hat Adorno einmal geschrieben. Zumindest das kann man Port nicht vorwerfen und vermutlich hätte ihm das gut gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.